Nun. Fuck. Ich dachte, der kriegt mich nicht. Ja, Ritter finde ich aber auch schon ganz geil, weil man schon eine Rüstung hat, ne? Pyromanten, okay. Ja, ich habe auch auf Pyromanten so ein bisschen das Auge gelegt. Ja, schauen wir mal. Nee, warte. Wir spielen männlich. So. Klasse. Pyromant, so. Wirkt Feuerzauber, führt eine Handaxt. Ich glaube, wir nehmen Pyromanten. Fangen wir mal mit Pyromanten an. Gabe. Was nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen Hexerring, oder? Oder Hexenring. Ja, auf Pyromantie gehen möchte. Bin mir nicht sicher, aber ich nehme mal den erstmal. Wir müssen mir ein bisschen helfen. Und Alex, kein Problem, dass du, wenn du keine Ahnung davon hast, gar kein Problem. Das wird wunderbar. Ja. Es ist ja fast egal, was wir nehmen, aber ich denke mal. Der sieht ja nett aus eigentlich. Er kommt ja aus dem großen Sumpf, ne? Ferner Osten. Komm, der sieht super aus. Frisur? Das sieht aus, Alter. Wenn ich mir das Remake von Demon's Souls angucke. Oha, die Charakterentwicklung, Alter. Will ich mich nachbauen? Ich bin mir nicht sicher. Wild. Ich will eigentlich nicht, dass die Haare da rausgucken, ehrlich gesagt. Aus meiner Kapuze, deswegen nehmen wir den Paarschnitt. Alter. Ich weiß es doch nicht. Herr Purpur, ne? Ganz wichtig. Figur. Kleinköpfig, kopflastig oder kleinköpfig? What? Ja, wir nehmen hier so einen richtigen Brecher, oder? Jo. Annehmen. Ja, wir wollen die Reise mit diesem Charakter beginnen. Das wird großartig. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark.
Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. The scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ja. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. This is your fate. Ja, da sind wir. Zombie-Zambo. Kackerzähnschlüssel. Ja, und damit herzlich willkommen zu Dark Souls. Also, ich meine, kann man noch ein kryptischeres Intro machen? Und epischer? Ich glaube nicht, oder? Holy shit. Okay, keine Drachen mehr. Also nicht mehr viele. Schauen wir mal, was hier abgeht. Ich hab einen Stumpf.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist echt ein neuestes Intro. Ich muss erstmal gucken, ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Viel Erfolg steht ja auch, ja. Ja, Kamerasteuerung, alles klar. Hier ist ja auch schon unsere arme Seele, ne? Kriegen wir nicht auf, oder? Nee. Ja, yeah, machen wir auf da. So. Gucken wir mal. Angriff, ja. Wirklich. Oh, warte mal. Das heißt, wir könnten ihn angreifen, oder was? Oh. Upsi. Ich wollte ihn backstabben. Geht mit der Waffe wahrscheinlich nicht, oder? Schwerer Angriff. Also, für alle, die nur eingeschaltet haben. Das ist von mir. Upp. Wir kriegen schon Seelen, ne? Der Death Counter ist von mir. Ah ja, das war Sprinten, okay. Okay. Ich muss sagen, das Spiel, auch wenn es die Remastered-Version ist, sieht jetzt nicht so krass aus, ne? Da würde ich mir ein Remake wünschen, tatsächlich, wenn ich das Demon's Souls Remake sehe, ey. Und ihr müsst mich immer daran erinnern, wenn ich sterbe, dass ich den Death Counter aktualisiere, ne? Alter. Greift doch an. Weiß ich nicht. Ist ganz schön dunkel hier, ne? Ha! Ist der Dark Souls. Ja, aber da ich die gar nicht hatte, also da ich Dark Souls ja gar nicht vorher hatte, anscheinend wurde hier nur die Auflösung hochgedreht, ne? Und nichts anderes irgendwie. Die Wände sehen schick aus, aber der Charakter sieht ein bisschen kacke aus. Hey, was wird zu machen, ne? So. Am Leuchtfeuer rasten, ja, okay. Gibt's hier noch irgendwas? Rennen verbraucht Stamina, ne? Ja. Stamina. Ach so, mit dem Trigger, ne? In den Trigger drücken wahrscheinlich. Ich habe eine Trophäe gekriegt. Ja. Warte mal, ich kann Zauberei einstimmen. Ich kann es aber noch nicht einsetzen, ne? Gehen wir mal raus. Stimmt ja. Anvisieren wir ganz gut. Ich weiß tatsächlich schon, was hier kommt. Aber ich würde es jetzt noch nicht wagen, ehrlich gesagt. Da hinten ist eine Tür, ne? Alter. Ja, genau der. Ich geh mal hier lang. Den würde ich jetzt noch nicht first tryen. Okay. Können wir da wieder hoch? Ist er noch da? Oh. Den können wir aber nachher machen, wenn wir hier raus wollen, wahrscheinlich, ne? So. Nimm ein Schild. Oh, Alter. Ah, stimmt, die Pyromant. Wie kann ich denn nochmal das Menü öffnen? Ah, das kann, so kann ich... What the fuck? Aber... Wie kann ich denn nochmal das Menü öffnen? Ah. Nee.
keine Pyromantie-Hand, leider. Wir haben den Ring. Aber ich denke mal, Pyromantie sollen wir jetzt auch noch gar nicht einsetzen. Wir müssen erstmal ein Schild... machen. Aber die Grafik ist ja nicht alles, ne? Schild. Da. So ist Verteidigen und so ist ein Schildschlag, ja. Okay. Ja. Das geht ja hier auch um das Spiel selbst, ne? Ah, so können wir anvisieren, genau. Der will mich irgendwo hinlocken, ne? Dieser Fucker. Handaxt. Oh. Haha. Da ist meine Axt vom Anfang. Die kriegt man hier dann erst, okay. Wow. Okay. Gucken wir mal. Wir uns mit der Handaxt schlagen. Kann ich den... Kann ich die backstaben? Ich weiß es nicht. Wie mache ich das? Ah, so. Dreieck, okay. Dreieck. Zweihändig. Aber das sieht ein bisschen lächerlich aus mit der Axt. Mal gucken. Okay. Nö, alles gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Okay, ja, alles klar. Schritt zurück und Rolle. Ja, das weiß ich schon. Brauchen wir wahrscheinlich gleich, ne? Oh Mann, ey. Sehr spannend. Sackgasse? Gibt's hier irgendwo eine Geheimtür? Es gibt bei Dark Souls Geheimtüren übrigens, für alle, die das noch nicht gespielt haben. Und für alle, die noch keinen Follow da gelassen haben, jetzt ist der richtige Augenblick dafür. Boah, Alter. Junge. Hab ich mich erschrocken. Alter. Hä? Tschu. Oh, das war ja peinlich. Alter, hab ich mich erschrocken. Verschlossen? Oh Mann. Oh, was ist da? Oh, hallo. Hello, friend. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Oh, and this. Oh! Now I must bid farewell. Ja, ciao. I hate to harm you after death. So go now. And thank you. Kann ich ihn auch angreifen? Hier ist übrigens die Murmel. Die hat das hier reingerollt, ne? Why?
Ja, nun, ich habe ihm nur Erlösung bereitet. War es falsch? Wenn man übrigens nicht da reingegangen wäre, dann hätte man wahrscheinlich kein Essensflakon, oder? Eiskalt. Oh. Ah, man muss es wirklich gleichzeitig machen, okay. Oh, Alter. Alter. Junge. Alter. Ja, das ist ja gut. Das machen wir mal nicht, ne? Ist noch einer. Wollen wir mal unten lang gehen? Bin mir nicht mal sicher, ob das hier oben richtig ist, ey. Ich geh mal unten lang kurz. Guck mal, was unten ist. Ich hab keine Ahnung. Ich geh mal unten. Also, oh, es war richtig. Wir sind wieder hier. Ah. Ja, machen wir eben, oder? Und wir haben die Pyromantie-Hand. Jetzt können wir theoretisch ja, Pyromantie einsetzen, ne? Ist schon mal ganz gut. Wir haben auch einen geilen Ring, der ist verstärkt. Alter! Junge! Kotz mich an. Toll. Noch ein zerbrochenes Schwert. Ist richtig gut. Richtig gut. Hä? Hier war doch einer gerade, oder? Ah, da. Cool, ey. Unser starker Angriff. Da kann man keine Kombos aneinander. Aua! Das sind die langsamsten Pfeile der Welt, ey. Ja, macht man das. Kann man auch direkt hauen, wenn man. Nee, okay. Aber ich muss mir merken, das ist Treten und das ist Springen. Okay. Was gibt's hier? Okay. Drücke R1 hinter einem Gegner, kritischer Angriff. Oh. Alter. Ja. Ja, ich hab gedacht, die Feuerbälle fliegen geradeaus. Scheiße. warte. L2 und R1 kontern. Ja, okay. Ja, macht Sinn. Macht voll Sinn. Wir haben auch ein paar Segen gekriegt für den Kollegen. Der sah ein bisschen böser aus. Was haben wir denn da? Kommen wir nicht weiter, oder was? Finde ich nicht gut. Okay, wahrscheinlich machen wir jetzt den fiesen Dämon, oder? Oh. Hallo? Nun. Fuck, 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 fuck.
Ich dachte, der kriegt mich nicht. Ach, großartig. Alter. Ich muss mich von dem treffen lassen, ey. Peinlich. Es ist großartig. Nicht klippen, Leute. Sowas nicht klippen. Nur die guten Momente. Oh ja. Scheiße. Hat's funktioniert? Ich kann's leider nicht sehen. Lass mich. Hallo. Uiuiui. Sehr gut. Ja. Jetzt schlag doch endlich. Ah, ich habe keine Stamina mehr. Oh. Klar, sowas gab es ja auch noch. Stimmt ja. Jetzt probieren wir es nochmal ganz kurz mit der Feuergeschichte hier. Guten Tag. Hat schon besser funktioniert. Oh Mann, ey. Jetzt müssen wir ein bisschen... Ja. Hä? Warum hat er nicht geschlagen? Oh nee, ich bin so ein Dulli, ey. Was zur Hölle? Oh, Alter. Ja, ich habe schon richtig viel Schaden gemacht. Nicht vorne stehen. Alter, jetzt geh doch mal. Oh, oh. Alter. Yo. Hilfe. Hi, David, was geht? Fast lange nicht mehr hier, das ist auch korrekt. Oh Mann, ey. Es ist echt schlimm. Wir schaffen nicht mal den ersten Gegner. Und ich lasse mich hier von dem Typen immer schlagen. Und... Du hast fast vergessen hier. Habt ihr auch so eine Probleme gehabt bei Dark Souls? Das erste Mal? Und es ist ja auch noch live. Ey. Oh nein, ich habe beide getriggert. Egal. Ja. Ja. Neu bei Twitch allgemein, okay. Okay. Ciao. Die Pyromantie-Sache ja. Ja, das stimmt. Wie? Was mit Tipp?
Ach so, für den ersten Endboss. Habe ich überlesen, sorry. Ja, während des Fallens. Ja, gib mal einen Tipp. Oh ja. Woll. Holy shit, ey. Nee. Nein, Alter. Nee, wo hänge ich denn? Ich kann grad nichts lesen. Immer schön in den Arsch. Jawohl. Geht auch ohne. Ich habe Menschlichkeit bekommen. Was sind... Dankeschön, Dankeschön. So. Jetzt können wir, glaube ich, weitergehen. Oder gibt es hier noch was zu holen? Ich höre ja noch irgendwas. Was ist das? Hast du da Dark Souls aber auch schon gespielt, David? Ja, danke schön. Das war schön, muss ich sagen. Haben wir gut gemacht. Da waren wir drin. Oh, was ist da denn? Ich mach's ja auch auf Konsole. Privat nicht. Den dritten habe ich privat gemacht. Das war mein erstes Dark Souls und leider auch bis jetzt mein letztes. Aber oh, guck mal. Lohnt sich doch immer, irgendwo zu gucken. Schön. Aber ich muss schon sagen, Dark Souls 3 sah ein bisschen besser aus. Da ist... Hä? Oh, jetzt nicht runterfallen. Ich wollte die Eier kaputt machen. Pickupi! Aber schon cool. Only in the ancient legends it is stated. One day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Lordran. Oha, in Lordran. Ja, super. Feuerbandschrein. Cool. Hier ist das,
Ja, hier trifft man sich so, habe ich gehört. Ja. Ja, geht das nochmal weg? Danke. Ja, genau. Also unbedingt irgendwie mal ein Souls-like spielen oder so. Es gibt ja einige, aber ich denke mal, die Original-Souls-Spiele kann man da am ehesten empfehlen. Aber nicht unbedingt mit Sekiro anfangen. Das ist noch schwerer, glaube ich. Habe ich so gehört. Und ich habe es ja auch schon angespielt. So, erstmal looten. Menschlichkeit. Und Lian, wenn du Hilfe zu Twitch brauchst, ne? Dann bist du bei mir genau richtig. Frag mich einfach irgendwas und ich kann es dir sagen. Wenn ich Hilfe bei Dark Souls brauche, frage ich dich einfach. Und David natürlich. Ja, viel Erfolg, wow. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the Unknown. Kemenele. Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ein Kissen mehr. Juhu. Dankeschön, Lian. Und ja, viel Spaß bei uns. Ein Kissen mehr. So, wir gucken mal hier hoch. Also, er hat auf jeden Fall was von Glocken gesagt, die wir läuten können. Aber ich denke mal, wir gucken uns hier mal um. In dieser Ruine. Na guck mal, 6 Brandbomben. Als Pyromane kennen wir uns mit Feuer aus, aber ich denke mal nicht. Wir haben im Prinzip unsere eigenen Brandbomben dabei. Mit dem Feuerball. Oh, da ist ja noch jemand. Gestenmenü. Ah. Hä? Keine Ahnung. Schwadrons, Alter. Schadrons. Witcher 3 habe ich schon längst durch. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Okay. Nee, leider nicht, habe ich mal privat durchgespielt, aber vielleicht irgendwann mal on stream, ich weiß noch nicht. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Hm. Eine Kupfermünze. Was macht man denn mit der Kupfermünze? Hier schon wieder. I know. How about this? I have to await my companions here anyway. Uh-huh. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ja. Very well. Then first, a covenant with the gods. Witcher 3 oder was? Ja, Witcher 3 ist fantastisch. Ich mache nur noch keinen mit den Leuten hier. Ich weiß noch nicht, was das heißt. Könnt ihr mir sagen, was das heißt, wenn man jetzt ein Bündnis damit eingeht?
Sind wir überhaupt schon in dem Bündnis? Wir haben, was haben wir denn gerade gekriegt? Eine Münze, ne? Wo sehe ich die denn? Da. Ja, keine Angst, der wird Witcher 3 werde ich erstmal gar nicht streamen. Das Spiel ist mir zu lang zum Streamen tatsächlich. Müsste ich ja regelmäßig machen. Oh, ich höre eine Glocke. Also Leute, was bringt mir das, wenn ich in so einen Orden eintrete? Was ist hier drin? Guten Tag. Ja! Mal anzocken und wenn es gut ankommt, dann mache ich das weiter. Ist es ein dunkler Graben? Ich weiß es nicht. Für mich erstmal irrelevant, okay. Also nur, dass ich da keine Nachteile von habe, ne? Verlorener Untoter hier. Die Glocke, die läutet. Ich lasse mich mal nicht in die Finsternis droppen. Ich glaube, dann bin ich tot. Ja, Dark Souls ist aber, Leute, komm schon, Dark Souls ist nicht so lang wie Witcher. Witcher 3 mit DLCs. Also, bitte. Witcher 3 mit DLCs ist ein Mammut. Da kannst du dich auf was gefasst machen, David. Aber erstmal den zweiten Teil, ne? Erstmal den zweiten Teil schaffen. Den habe ich noch nie angeguckt, tatsächlich, den zweiten Teil. Habe ich noch nie gesehen. Noch nichts von gesehen vom zweiten Witcher. Shame on me, ich weiß. Das ist eigentlich eine Truhe. Die ist schon auf, ne? Das ist ja frech. Ja, den ersten Teil hast du geschafft, kriegst du auch den zweiten, das stimmt. Das stimmt, das hängt davon ab. Also zurzeit würde ich sagen, ich brauche sehr lange für die Bosskämpfe. Warum sind die gestorben? Du bist da hingegangen und bist einfach da runtergesprungen wie ein Idiot. Wie kann man springen? Wie kann man denn springen? Also ich weiß, wie man tritt. Ja, das ist das Einzige, was ich kann. So ein Sprungangriff. Aber mehr auch nicht. Ich werde mal hier rasten. Ich kann aufsteigen. Wir haben 2720 und das Ding ist, auf was möchte ich gehen? Möchte ich schon irgendwas machen, ist die Frage. Vielleicht Stärke? Vielleicht Vitalität? Ich würde sogar das so machen. Okay. Und dann Stick drücken? Nee. Die geht doch nicht, oder? Alter, ich hab keine Ahnung, ey. Ah, nee. Dann nochmal Kreis. Also, du rennst mit Kreis und dann springst du mit, indem du nochmal Kreis drückst. Okay, ich verstehe. Also, nichts mit Stick, aber trotzdem danke. Wo gehen wir denn als erstes hin? Kommen wir überhaupt lang? Von da oben komme ich ja, ne? Nee, hier muss ich lang. Okay. Oh oh.
first opponent. Alter. Wieso kann ich den nicht backstabben? Wer schmeißt hier? Pff, der da. Irgendwie siehst du gefährlich aus. Ich muss erstmal da oben klären, würde ich sagen. Aber. Okay. Kann ich den von hier oben killen? Hä? Oh oh. Komm her. Kein Problem, man kann sich ja nicht an alles erinnern, ne? Okay. Was steht hier? Ja. Nee. Ich lasse es mal. Das ist ein Bait. Das ist ein Bait, meine Freunde. Da gehe ich nicht rüber. Das war schon ganz aufregend hier, muss ich sagen. Wir haben 10 Estus-Flakons. Cool. Aber die helfen uns auch nicht, wenn wir runterfallen, ne? Es ist immer so schön, die Blutflecken zu sehen. Was hast du gemacht? What the fuck? Hä? Was war das denn? Leute, ich bin verwirrt. Oh Gott. Boah, bist du hässlich, ey. Oh nein. Oh nein. Mein Feuerzauber ist total bescheuert. Schön, dass ich das mit Feuer mache. Okay, immer Schild hoch. Estus? Warum? Ach so, warum habe ich das gekriegt? Aha. Das ist ja auch interessant. Ja, David, dann zeig mir mal eine neue Welt. Oh Gott. Hallo. Guten Tag. So, durch erstmal Rick. Alter. Fuck you. Kurzschwert. Ja, ich komme ja, weil du immer streamst, wenn ich streame. Und davor, bevor ich streame, kann ich nicht gucken, weil ich dann andere Verpflichtungen habe. Das ist ein Problem. Ich muss einfach zu anderen Uhrzeiten streamen. Donnerstag kann ich vorbeigucken. Nee. Doch, Donnerstag streame ich nicht. So. Wir haben ein Schwert gekriegt, ne? Ist das besser? Nee. Schwertgriff? Da, Kurzschwert. Ist nicht besser. Warum kann ich den nicht richtig nutzen? Was brauche ich denn dafür? Wie kann ich hier irgendwas sehen? Ah.
Ja, keine Ahnung. Mach ich. Auf jeden Fall. So. Oh, Alter. Lass mir mal Ruhe. Ich habe einen Helm auf. Guck das mal an. Richtig cool, oder? Sehe ich richtig, richtig stark aus jetzt. Na komm her. Ich will mal einen Backstab machen. Wieso macht er das nie? Was hat der gemacht? Ah, das Nebelgate. Da gehen wir noch nicht rein, oder? Hallo? Oh, das Reinrollen in Sachen ist doch einfach befriedigend, oder? Hallo? Guten Tag. Was gibt's hier Schönes? Oh, da. Da gibt's tatsächlich was. Hallo. Jo, Alter. Jumpscares hier erstmal. Ich dachte, das wäre kein Horrorspiel. Von hier bin ich ja gekommen, ne? Kann ich darüber? Nein. Enttäuschend. Wo kommt der denn her? Alter. Wo kommst du denn her? Ich will nicht sterben. Mein Death-Counter soll nicht noch höher schnellen. Wird er aber. Wie viele Toten bin ich eigentlich gerade? Ihr könnt das ja sehen. Ich kann das echt nicht sehen. Ich bin ein bisschen eingeschränkt hier in meiner Sicht. Ich springe jetzt nicht nochmal rüber. Nee, nur weil er neu auf Twitch ist. Ich weiß nicht, ob oder weil sie neu auf Twitch ist. Aua! Alter! Junge! Boah, das ist schlimm gewesen, ey. Okay. Ihr seid Bogenschützen, ich verstehe. So, erstmal Konzentration. Boah, diese Bogenschützen, ne? Niemals backstabben. Das funktioniert echt nie. Oh. Kann ich hier rein? Oh, der hält mir aus. Was? 4 Schläge. Ja doch, wie du Dark Souls spielst natürlich. Oh, guck mal. Da setzen wir uns kurz mal ran, oder? Setzen wir uns hier schon ran, ist die Frage. Leuchtfeuer? Ich halte es nicht aus. Was? Ja, super. Axt ist ja ganz nett, ne? Aber wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir das mit einem Schwert machen können. Ich mag Schwerter auch sehr gerne. Oh, ich dachte, ich fall runter, ey. Ich guck mal kurz hier lang. Ah. Oh. 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 Ja, guck mal, und das ist geil, wenn du da alles so siehst, wenn du durchguckst.
Genau. So, wir haben ein Leuchtfeuer angezündet. Ach ja, die sind jetzt noch nicht wieder da. Erst wenn ich mich hinsetze, ne? Logischerweise. Wir könnten da hinten lang gehen. Oder wir könnten hier lang gucken. Gibt's hier noch was? Wir könnten hier hochgehen. Okay, wir können oben erstmal clearen. Ich frag mich jetzt mal, warum der Schild schlechter ist. Ich bin da echt noch gerade verwirrt. Weil wir nicht genug Stärke haben, ne? Oder, aha, wir haben nicht genug Beweglichkeit dafür. Okay, wir müssen Beweglichkeit hoch leveln. Aufleveln. Aber unser, dieser Schild ist ein bisschen besser. Physisch macht der, hält er 93 auf. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Ist aber ein bisschen schwerer, aber egal, oder? Also ich sag mal so, du kannst mir ruhig Tipps geben, was jetzt hier die Perks, also was so die Feinheiten angeht. Jetzt nicht unbedingt die Story spoilern, das reicht schon. Ja, guck mal, dann könnt ihr mal auf den Kanal von ihm gehen. Streamt auch Dark Souls 1, what the fuck? Alter. Junge. Wow, noch einer. Oh, Baby, ein Backstab. Ah, hab ich das gerne. Das war ganz cool. Ein Shortcut. Warte mal. Ach, das ist der gleiche Quatsch. So. Ist der gleiche Quatsch. Mal gucken. Alter. Ist sie besser? Zieh ihm an. Oh, die hört sich auf jeden Fall anders an. Ich bin immer noch genauso schnell, würde ich sagen. Aua! Wow. Nein! Oh. Also, wenn man nicht aufpasst.